Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und wir stehen jetzt wieder hier an unserem wundervollen Bahnhof. Den haben wir jetzt in der letzten Folge erweitert. Also einmal hier um mehr Eisen. Und der Lupus hat das alles schön ein bisschen umgebaut, weil ich ja die ganze Zugstrecke alles umgebaut habe und damit halt ein bisschen optimiert habe, dies, das, blub, blub, blub. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Zug draufsetzen. Nur da müssen wir eben mit Zugsignalen arbeiten, weil sonst kann es passieren, dass wenn der eine ein bisschen schneller ist als der andere, dass sie sich gegenseitig ineinander fahren. Das wollen wir natürlich vermeiden. Eigentlich dürfen die ja gar nicht schneller sein als der andere. Nein, aber wenn der eine, sag ich mal, in der Station noch steht und der andere dann kommt, dann würde er eben hinten reinfahren. Und dafür sind halt die Zugsignale da. Und ich hatte überlegt, vielleicht auch nochmal eine dritte, also hier so eine Expressline zu bauen für für Kohle, weil die teilweise ein bisschen zu lange braucht, bis sie hier ankommt. Okay. Aber also jetzt quasi für kritische Zeiten. Guck mal, wie lange der zum Ausladen braucht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und hier mich der da Lupus, mal an Kupfer. Der Lupus wollte jetzt mal die Zeiten optimieren, wie lange das hier alles braucht und so, dass es nicht so lange rumsteht. Jo. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt 30 Sekunden, das reicht ja locker. Ich werde jetzt aber versuchen, eine zweite Schiene, Bahn sag kommt. Ich schon, eine zweite Bahn draufzusetzen. Naja gut, aber die zweite Bahn ist auch, kann ja nicht schneller sein als die erste, ne? Nein, aber wie gesagt, hinten reinfahren, das ist das große Problem. Problemo. So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein Abstellgleis bauen. Da kann ich die nämlich zur Not erstmal draufstellen. Witt, ich habe keine Schienen mehr. Ja. Nein, ich habe keine Schienen mehr. Warte mal, oben haben wir Steine, ne? Ruhesteine meine ich. Ja, haben wir. Okay. Kann sein. Doch, haben wir. Haben wir alles da. Ruhesteine. Ja, also. Weil ich weiß, was du meinst, ja, aber. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, Ruhesteine. Ah, herrlich. So. Alter, was kommt denn hier mal durcheinander? Achso, dann machen wir das so, dann zack. So. Was wir übrigens gemerkt haben, dass unsere Produktion ziemlich gut läuft momentan. Was da war wieder ein Leck. Ja, das super. Ist ich lustigerweise dachte, leckst du dann noch immer gleichzeitig einen Test. Das ist ein bisschen seltsam. Das ist natürlich doof, ja. Also was ich meinte gerade, wir haben die Produktion, wie man sieht, die läuft gerade sehr gut, obwohl wir gerade einen Engpass hatten an Ressourcen. Das muss man mal betonen. Das war schon gut. Ja, das ist richtig. Geht das? Zack. Und dann so. Achso, der braucht jetzt erstmal Kohle. Eisenbahn braucht der gar nicht so lange stehen. Das ist ja schon fast voll. Über Kupfertropfen. Wow! Alter! Hä? Der geht ja übelst ab, wenn nur ein Waggon dran ist. Kann es sein, dass der langsamer wird, wenn mehrere Waggons dranhängen? Das kann sein, das weiß ich nicht. Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Die Frage ist, was wäre, wenn du zwei Dampfloks hinter, also noch ans Ende eine tust, die schiebt. Achtung, Zug! Ah! Genau das meine ich. Dafür sind die Signale. Ich wollte es nur mal kurz demonstrieren. Ja. Das geht natürlich. Moment, das geht natürlich nicht sofort. Ich weiß, dass die nicht sofort kaputt gehen. Die können selbst mit voller Karacho gegeneinander fahren, da ist nur ein bisschen Beschädigung. Kannst du den mal komplett rausfahren gerade? Ja, muss ich auch gerade. Scheiße. Du die, ja, mach mal hier das Band weg, Eisen weg. Achso, oh. Hey. Ja, nein, au, du hast mich angefahren. Du sollst doch nur oben das Band weg. Nee. So, ich hab's unten weggenommen. Das Problem ist jetzt, haben sie mir aus der Bahn die... Ja, geil. Ich komme hier nicht mehr weg. Ja, warte, ich mach's mal eben. Warte, wir drehen die mal kurz hier zur Seite. Genau, drehen die mal weg. Oh, herrlich. So, jetzt kannst du. Hammergeil. Da klauen die mir den Sprit. So. Und. Es fehlt mir. Oh, guck mal. Hier liegt ja auch Kohle drauf. Wie ist denn hier Kohle? Achso, das muss doch von dem anderen kommen. Ja. So, oh Gott. Hä? Wo ist die Kohle hin? Sie ist gerade unter der Erde. Die Kohle ist unter der Erde, genau. Was? Wie kommst du jetzt da drauf? Nee, weil ich da
Da ist irgendwie Kohle durchgekommen, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Ja, hier. Da kommt Kohle. Da sind einzelne Kohlebrücken drin. Warum? Wo? Keine Ahnung, hier auf dem Kupferband. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen eine Filteranlage. Okay. Es kann sein, dass das von. Es kann sein, dass das. Ah, das war, glaube ich, von eben, weil die aus dem. Ja. Aus der Dampflokomotive das rausgeholt haben. Das kann gut sein, ja. Ach, genau, ja, klar. Logisch. Ist ja klar. So, jetzt werde ich hier, zack. So, jetzt nochmal ein Waggon. Also haben wir quasi zwei komplette Züge. So. Und dann kann ich das mal mit dem Zugsignal machen. Und zwar, kannst du nochmal ein Stück zurückfahren? Das mit dem sofort. Zweiten Zug? Ich will nochmal eben schnell meinen Müll loswerden. Dein Müll. Mhm. Achtung, nicht auf den Stehenschälen. Oh, ja. So, ich weiß nicht, was Zugsignal und Zugvorsignal bedeuten soll. Ich kann es nur spekulieren, dass das Zugsignal das ist, wo er halten soll, und das Zugvorsignal ihm quasi signalisiert, hey, ab dem nächsten Signal sollst du halten. Es ist jetzt nur, ich habe da keine Ahnung von. Ich gehe davon nur aus. Also ich, das kann sein. Also ich glaube, wir brauchen das Zugvorsignal. Kann natürlich auch sein, dass es heißt, nach dem Motto, davor ist ein anderer Zug. Ja, das kann also natürlich Vorsignal. Auch sein. So, warte mal. Ich setze das jetzt so. Warum kann ich das nicht setzen? Also, weiß ich nicht. Bin so weit weg. Weiß ja nicht, was du da gerade machst. So, dass der in der Kurve sitzt. So. Jetzt blinkt der ja. So. Wir haben gleich schon wieder keine Kohle mehr. Jetzt braucht das Strom eigentlich nicht. Guck mal, warum leuchtet der? Was bedeutet das? Bedeutet das weiß ich nicht. Vielleicht muss auf die andere Seite auch noch. Das ist falsch rum aufgebaut. Nee. Doch. Falsch rum. Warum ist das falsch rum? Weil es auf der falschen Seite ist. Nein, ich. Doch. Das muss doch, die Schienen müssen doch. Das muss nach in meine Richtung zeigen. Du musst es auf die linke Seite übersetzen. Warum das denn? Aber die weil es nur die Pfeile eine, zeigen jetzt aber in deine Richtung. Das macht doch keinen Sinn. Das muss doch in Fahrtrichtung sein. Nein, muss es nicht. Es muss andersrum. Hä? Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Also ich gehe davon aus, dass das. Guck mal, das blinkt so. Das kann doch nicht sein. Warum blinkt das jetzt? Ich fahr mal. Okay. Frank. Nicht erreichbar. Die sind nicht erreichbar? Ja, wahrscheinlich, weil er hier blockiert. Das soll ja auch so sein. Moment. Ich fahr mal eben raus. Die sind nicht erreichbar, nein. Moment. Ist es jetzt. Nein, ich bin nicht erreichbar. Okay, warte mal. Das könnte jetzt an dem Zugsignal liegen. Ja, das blockiert irgendwas. Nur wie machen wir das? Nimm mal weg. Ja. Ja klar, dann kann er. Jetzt fährt er wieder. Ja, Moment. Dann müssen wir bestimmt warte mal, hier. Ich würde den aber trotzdem ganz gerne mal eben wieder parken. Weil wir haben nämlich gerade ein kleines. Pass auf, ich glaube, wir müssen das Signal neben die Station setzen, kann das sein? So, ich habe den mal eben. Der fährt jetzt nicht automatisch weiter. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich bin mal so frech. Achso, ja. Warte mal, wir haben hier Franken. Irgendwie blinken die immer. Dann kommt Kupferkohle Süd, dann kommt Eisenbanane, dann kommt Kupfertropfen. Vier Stück sind das, ne? Eins, zwei, drei. Vier Stationen, ne? Jo. Ja. Ah, okay. Ja, guck mal. Die muss man verbinden. Also man muss, ja, alles klar. Ja. 30, 20, 50. Tatsächlich. Die muss man quasi verbinden. Jetzt hat er. Ah ja, guck mal. Jetzt ist das untere grün. Das heißt, er kann bis zum nächsten Signal fahren. Das andere Signal ist rot. Das bedeutet, er kann nicht weiterfahren. Und dann ist das nächste auch schon wieder rot. Wollen wir es jetzt ausprobieren? Ja. Gleich macht's bumm. Aber dann verstehe ich das Vorsignal nicht. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Aber ich glaube, ich repariere mal eben hier die. Das Vorsignal ist rot. Okay. Das verstehe ich nicht mit den Vorsignalen. Noch nicht, jedenfalls. Gut, man kann ja alles irgendwie lernen, ne?
Oh, warte mal, ich habe da eine Idee. Warte mal, das Ding hat doch einen Pfeil. Wenn du auf das Zugsignal gehst. Was hat einen Pfeil? Ja, guck mal, wenn du hier auf das Zugsignal gehst, ja? Dann hast du doch da auf den Schienen Pfeile. Ja, das meine ich doch. Genau, wenn innerhalb dieses Bereichs ein Zug steht, dann sagt er, du darfst nicht. Und dann parkt er nämlich, guck mal hier, davor ist nämlich so ein grünes Quadrat. Und ich glaube, genau da würde die Lok halten. Wo ist ein grünes Quadrat? Wenn du mit dem Pfeil über das Zugsignal gehst. Ah, ja, okay. Siehst du es? Ja, ja. Und ich hier nämlich auch, guck mal, bei dem Zugsignal da unten. Da ist ein so ein Plöppel. Genau, das heißt, der fährt durch, weil in dem Bereich ist ja nichts. Ja, du hast recht. Stimmt, das macht Sinn. Aber wie ist das denn mit dem Vorsignal? Warte mal, ich klemme mal davor, weit vor. Das weiß ich nicht. Die Frage ist, wo gerade die Bahn ist. Alter, das Vorsignal, das geht ja ewig weit. Ah, shit, wir haben keine Radarstation. Das wäre natürlich jetzt schön, um zu sehen, wo die Bahn gerade ist. Also das Vorsignal funktioniert irgendwie genauso wie das normale Zugsignal. Was macht denn das Zugvorsignal? Achtung. Hui. Ja, tatsächlich. Fast. Way. Dann brauchen wir eigentlich nur Zugsignale. Gut, alles klar. Dann werde ich das jetzt bei der anderen Station auch noch machen, dass die jeweils immer auf sich warten müssen. Achtung, Bahn fährt. Nee, ganz schlecht. Bahn fährt. Okay. Warum ist denn jetzt hier oben? Nee, Sekunde, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Hier oben ist noch ein Zugsignal direkt vor der Haltestelle. Ja, das habe ich gesetzt. Ich weiß, aber der kommt nicht mehr weiter. Aus irgendeinem Grund fährt er gerade nicht. Das würde ich wegnehmen. Aus irgendeinem Grund ist der gerade nicht reingefahren, solange bis die andere Bahn da unten war. Okay. Also das würde ich wegnehmen. Ich nehme es mal weg. Jo. Wird schon schief gehen. Ist immer noch. So, also Zeit im Intervall fahren die beide gleich schnell. So, jetzt sind beide grün, okay. Warte mal, Forschung ist gerade fertig. Was können wir denn als nächstes forschen? Schade, Robotergeschwindigkeit. Mach irgendwas. Geil. Ich muss jetzt erstmal runterlaufen und die einzelnen Signale setzen. Guck gerade mal, ob wir noch irgendwas. Ne, wir hatten nichts mehr ohne Alien, ne? Ja, doch das. Roboterbegleitzahl, aber. Aber trotzdem ist sicherheitshalber immer besser, Signale zu setzen. So, jetzt sind auf jeden Fall beide unterwegs. Ja. So. Also das sind jetzt die Zugvorsignale. Ja gut, aber warum hast du hier eins gesetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hast du denn jetzt hier überall welche gesetzt? Reicht jede Station. Nee, aber hier sind mittendrin ja noch welche. Wo mittendrin? Ja, das ist halt langgezogen quasi. Nein, hier ist noch eins. Ja, ja. Da drüben ist eins. Das Warte ist doch. Mal. Das muss doch nicht. Vor den Stationen reicht doch, oder nicht? Hier, diese beiden, die finde ich halt ein bisschen überflüssig. Ach so. Ja, gut, wenn man jetzt noch einen dritten hätte, könnte man noch. Ja, gut, wenn du noch einen dritten Zug hättest, klar, dann müsstest du ja davon ausgehen, dass zwei in einer Reihe stehen. Das ist richtig, dann bräuchtest du das dritte Signal. Ja. Wie gesagt, ich experimentiere damit gerade noch ein bisschen. Scheiß Aliens. Achtung, Zug kommt. Das müsste eigentlich gleich der andere wieder hochkommen. Ich muss das Signal hier nochmal wieder setzen. Ich fahre mal mit einem Zug mit. Okay. Um zu sehen, ob das auch alles funktioniert. Ich muss jetzt nur noch ein Signal bei der anderen Station setzen. Aber dann kann das weg hier. Ja, da kommt der Zug auch schon wieder. Und wo hält der dann, wenn das da rot ist? Es war so lange rot gerade, das Teil hier. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Ich habe das Gefühl, es müssen zwei Signale hintereinander. Weil er sonst, irgendwie, keine Ahnung. Weil ihm gerade war, obwohl der Zug lang gar nicht mehr in der Station war, trotzdem rot.
Okay, ich muss mir, keine Ahnung, ich bin ja hier gerade, muss ich mir das mal angucken, wenn ich hier in der Bahn sitze. Als ob danach quasi noch ein Signal kommen muss. Meinst du, dass das wieder grün macht? Vielleicht oder? Ist das dieses, ja, genau das meine ich. Das ist, dass dafür dieses Zugvorsignal ist. Was ist jetzt eigentlich rechts bei der Station? Ist da jetzt wieder grün? Ja, das ist grün. Okay. Aber bei dem anderen war es gerade nicht. Deswegen, das okay. Wundert mich. Keine Ahnung. Ich muss mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, ich kenne da zufällig jemanden, der kennt sich damit aus. Ah, okay. So, nee, da oben ist jetzt grün. Da ist noch rot. Warte mal, da links war noch rot gerade. Ja, da ist bei immer noch rot. Bei Kupfertropfen. Ja, ist immer noch rot. Jetzt ist es grün. Ja, jetzt ist die Bahn gerade hier angekommen. Es ist grün geworden, als der zweite Zug, wo du nicht drin sitzt, bei der Station losgefahren ist, bei der vorherigen. Nee, es ist grün geworden, als ich hier in Frankenfrank angekommen ist. Bin. Ja gut, die kommen ja im gleichen Intervall an, wahrscheinlich. Vielleicht sind dafür tatsächlich diese Vorsignale, dass sie sich gegenseitig wieder umschalten oder so. Das heißt, das müsste dann ja dahinter stehen. Also hinter dem Zugsignal. Ja, genau. Ja, aber nee, Sekunde, das funktioniert ja auch nicht. Dann hält der ja trotzdem bei dem Vorsignal. Ich hab keine Ahnung. Oh, da hätten wir wieder angegriffen. Scheiße, Aliens, ey. Wir müssen, glaube ich, dann doch irgendwie mal schaffen, dass wir das Logistiknetz ein bisschen ausbauen. Damit wir mehr Roboterhangars bauen können, damit die dann auch hier. Ah, ich weiß. Ich verstehe es, wie das gemeint ja? ist. Und zwar das letzte Signal. Das letzte Signal, das ja? Das letzte Signal bleibt so lange rot, bis ja? der Zug in der nächsten Station ankommt auf dieser Strecke. Weil das ist quasi das Ende. Das ist das letzte Signal. Das letzte Signal bleibt wirklich so lange rot, bis der auf der Strecke, ach, so. Auf der er ist am Ende, bis er wirklich angekommen ist an der Station. So lange bleibt die komplette Strecke rot. Also die Endstrecke, also das letzte Stück, wo die letzte Umschaltung war. Sobald der Zug an der nächsten Station... Hier, Lupus, genau dieses... Ja, aber deswegen habe ich das Signal da jetzt hingesetzt. Sobald du nämlich losfährst mit dem... wird das ja. auf rot geschaltet und erst wenn du in Frankenfrank ankommst, dann erst wird es wieder auf grün geschaltet. Das heißt... Also das ist... Nee, Sekunde. Das ist jetzt... Achso, das sind beides Zugsignale. Guck, siehst du das? Jetzt ist es rot geworden. Und ja, klar. Ich aber das andere ist auch immer noch rot. Nee, jetzt ist es grün. Nein, das ist nicht... Genau. Das ja, stimmt. Oben ist jetzt grün. Schaltet sobald dann um, sobald das andere freigegeben ist. So, und wenn du jetzt nämlich oben, das habe ich nämlich gesehen, wie du oben in Frankenfrank gerade ankamst, oder der andere Zug, dann wurde es umgeschaltet. Und... jetzt ist es umgeschaltet. Auf grün. Ja, jetzt bin ich wieder ja. in Frankenfrank. Das heißt also, das bedeutet also, die ganzen Teilstücke werden gesperrt. Also nicht die Station, sondern die tatsächlichen Teilstücke. Oh, und somit okay, kannst du die jeweils in Teilstücke unterteilen. Das ist ja krass. Also dann wahrscheinlich die Teilstücke zwischen den Zugsignalen. Also immer genau. bis zum nächsten Zugsignal. Richtig, genau. Okay. Das ist krass. Aber warum? Da muss man nochmal verstehen, wozu die Zugvorsignale sind. Vielleicht ist das, um die Teilstrecken vorher zu entlöschen, also wie soll man es sagen? Zu löschen? Ja, dass du quasi, dass ein Vorsignal wie eine Station fungiert. Dass sobald er über das Vorsignal fährt, das hintere Signal freigegeben wird. Ja. Kann natürlich das sein. Ja. Nur was ist da mit dem letzten Signal? Woran orientiert sich das? Das letzte Signal orientiert sich momentan an der Station, an der Hauptstation. Also an der nächsten Station immer. Sobald in der nächsten Station angekommen ist, beziehungsweise, nee, ich gehe von aus, ist nicht direkt die Station, sondern das Signal an der Station. Weil das schaltet das ja auf Rot. Und das ist ja quasi das nächste Teilstück. Ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Vorsignal. So, warte mal. Zugsignal ist jetzt rot. So, ich habe jetzt ein Vorsignal.
Das ist jetzt auf Rot, das Vorsignal. Warum ist das auf Rot? Verstehe ich nicht. Das Vorsignal ist rot. Warum ist das Vorsignal rot? Dazu müsste man gucken, wo der andere Zug gerade ist. Der ist noch nicht in Frankenfurt, glaube ich. Doch, kann sein, dass er da ist. Ach shit, ey, wir haben keine Radarstation. Nee, da kommt er. Okay. Der ist jetzt bei Kupferkohle Süd. Jetzt ist das Vorsignal grün geworden. Warum? Wahrscheinlich, weil er aus der Station rausgefahren ist. Aus Frankenfurt meinst du? Ja. Ah, okay. Vielleicht ist das Zug Vorsignal, vielleicht geht das immer bis zur nächsten Station. Also vor der Station. Oh Gott. Ja, das ist jetzt Spekulation, aber ich kann mir das nicht anders erklären. Da guck mal, jetzt ist grün. Ja, weil er rübergefahren ist, der Zug. Genau. Und jetzt ist quasi das Teilstück, wo ich jetzt hier drauf bis stehe, bis zur nächsten Station. Nein, nicht bis zur nächsten Station, bis zum nächsten Signal. Nein, ich denke bis zur nächsten Station. Bis zum nächsten Signal. Sekunde. Weil sobald das Signal in Frankenfrank umschaltet auf Rot, weil er ja in Frankenfrank steht, schaltet das untere im ersten, also im letzten Teilschnitt auf Rot. Warte mal, er steht jetzt in Frankenfrank. Das genau. Zugsignal ist rot, die Bahn steht. Ja, unten ist auch rot. Warte mal. Genau. Also dieses Vorsignal, das habe ich noch nicht so ganz und verstanden. Jetzt müsste grün sein. Das normale Zugsignal ist grün, ja, aber das Vorsignal ist nicht grün. Oder? Doch, nee, jetzt rot. Also das Vorsignal verstehe ich noch nicht. Eine Sekunde. Also Zugsignal. Eine Sekunde, wann ist das Vorsignal denn jetzt grün geworden? Gar nicht, noch gar nicht. Wie immer noch nicht? Ja, warte, ich hab's gerade abgerissen. Oh. Warte mal. So, jetzt ist es grün. Warte mal, ich baue mir mal einen Zug. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise vielleicht informieren wir uns auch vorher mal. Und also gut, das Vorsignal, das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist schon mal interessant, dass wir auf die Zugsignale so schnell gerafft haben innerhalb von einer Folge. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und schaut einfach bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Factorio. Also bis dann. Ciao. Tschüss.